Hallo meine Freunde der Macht und willkommen zu den Drabon News für den Dezember 2019. Heutige Themen sind unter anderem, warum ich so lange keine Videos gemacht habe und was ich in der Zeit überhaupt sonst so gemacht habe. Es geht um die Kanalmitgliedschaften, es geht um Begrüßungen und es geht um zukünftige Projekte, zum Beispiel wann es mit LEGO DC Supervillains losgeht. Fangen wir damit an, warum es so lange keine Videos gab. Das ist eigentlich relativ schnell erklärt, schlicht und ergreifend, ich hatte keinen Bock. Ich war einfach nicht motiviert, neue Videos aufzunehmen. Ich meine, YouTube ist eine super Sache, es macht auch echt viel Spaß, muss man sagen, aber es kostet halt auch extrem viel Zeit. Insbesondere, wenn man halt wie ich noch einen ganz normalen 40-Stunden-Job eigentlich als Hauptberuf hat und YouTube halt so nebenbei noch als Hobby macht, dann wird es halt irgendwann belastend. Deshalb wollte ich auch mir einfach wieder mehr Zeit nehmen für mich, mehr Zeit für meine Freunde nehmen und einfach mehr meine Freizeit mit anderen Dingen füllen als nur YouTube. Und ich denke mir, das ist jetzt mir auch ganz gut gelungen in der letzten Zeit. Aber ihr seht, es gibt wieder Videos von mir auf YouTube und das hat einen Grund. Ich habe YouTube natürlich auch vermisst. Insbesondere natürlich auch die Interaktion mit euch, weil das ist eigentlich immer so das Coole auf YouTube, wenn man auch Videos macht und dann auch wieder Feedback zurückbekommt und es Leuten gefällt. Und dann ist es natürlich, da macht man es einfach gerne und es hat auch immer Spaß gemacht eigentlich. Und insbesondere Jedi Fallen Order, da konnte ich dann natürlich nicht widerstehen und musste einfach wieder zurückkommen. Und ja, hier bin ich auf jeden Fall. Wie geht's jetzt weiter? Das werdet ihr euch fragen. Ich kann euch schon mal versprechen, es wird nicht so weitergehen wie früher. Ich werde nicht mehr, ich habe teilweise, glaube ich, 5 Videos an einem Tag gemacht oder so. Sowas wird es nicht mehr geben. Ich habe mir jetzt mal ein privates Maximum von 2 Videos pro Tag gesetzt, wo ich sage, ich mache nicht mehr, weil ich will einfach noch genügend andere Zeit für andere Dinge im Leben haben, für die schönen Dinge des Lebens haben, außer YouTube. Und ich möchte auch nicht, dass meine Motivation für YouTube wieder verloren geht. Von daher denke ich, kann das auch jeder nachvollziehen. Was habe ich also gemacht in diesen, ja, fast 1,5 Jahren YouTube-Pause? Nun, ich habe unter anderem mein Studium erfolgreich abgeschlossen. Die Abschlussprüfungen waren ungefähr so zu der Zeit, wo die letzten Videos rausgekommen sind. Und ich habe danach dann angefangen, in meinem ersten 40-Stunden-Job zu arbeiten. Was ich da genau mache, das bleibt mein Geheimnis. Das möchte ich einfach von YouTube trennen, weil das eine hat mit dem anderen meiner Meinung nach nichts zu tun. Aber natürlich gab es noch ein paar mehr private Sachen, die ich gemacht habe, außer zu arbeiten. Ich bin unter anderem in meine eigene erste Wohnung gezogen. Ich war in Ägypten, ich war in Neuseeland, ich war in Peru. Also ich habe ein paar wirklich richtig schöne Reisen gemacht, die mir wirklich extrem viel Spaß gemacht haben. Ich glaube, Neuseeland war auch die schönste Reise meines Lebens bisher. Das hat sich auf jeden Fall echt gelohnt. Dann habe ich meinen Motorrad-A-Führerschein gemacht. Also ich habe mir jetzt zwar kein Motorrad gekauft, aber ich bin zumindest öfters mal mit dem Motorrad unterwegs gewesen. Also ich habe mir eins gemietet und bin damit dann unter anderem in Deutschland rumgefahren. In Österreich war ich, in der Schweiz war ich und auch einen Abstecher nach Italien habe ich gemacht. Das war natürlich jetzt eine sehr kurze Zusammenfassung. Ich würde euch natürlich noch viel mehr erzählen, aber dann wird das Video ein bisschen zu lang und das soll ja eigentlich auch ein Infovideo sein und kein Labervideo. Deshalb möchte ich euch an dieser Stelle meine Instagram-Seite Drabogramm ans Herz legen. Dort gibt es noch viel mehr Bilder von meinen Urlauben zu sehen. Und den Link zu meiner Instagram-Seite Drabogramm, den findet ihr natürlich, wie sich's gehört, unter dem Video in der Videobeschreibung. Nachdem einige Zuschauer danach gefragt haben, habe ich jetzt auch wie viele andere YouTuber die Kanalmitgliedschaft bei meinem Kanal aktiviert. Das heißt, ihr könnt jetzt Mitglieder meines Kanals werden und mich damit jeden Monat unterstützen. Aktuell gibt es da zwei verschiedene Modelle bei meinem Kanal. Es gibt den Drabo Jüngling für 1,99 € im Monat. Da bekommt ihr Logos neben euren Nutzernamen in den Kommentaren und auch im Live-Chat. Ihr habt bestimmte extra Emojis im Chat, also im Live-Chat dann bei Livestreams und so weiter. Und es gibt die Möglichkeit für euch exklusive Posts und Umfragen im Community-Tab zu sehen. Für 4,99 € im Monat könnt ihr Drabo Padawan werden. Das bedeutet, ihr habt alle Vorteile, die ihr auch als Drabo Jüngling habt, plus noch ein ganz nettes Extra, denn ihr bekommt zusätzlich noch die Möglichkeit, erste Parts von neuen Let's Plays und besondere Videos, zum Beispiel Special Videos oder Drabo News, vor allen anderen Zuschauern zu sehen. Mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ich in Zukunft immer mehr Leute in den Kommentaren unter meinen Videos und auch im Chat bei meinen Drabo Streams mit meinem Logo hinter dem Nutzernamen sehe. Den Link zur Kanalmitgliedschaft findet ihr natürlich in der Videobeschreibung oder ihr klickt im Kanal einfach auf Mitglied werden. Kommen wir zum nächsten Thema, es geht um die Begrüßungen. Davon wird es in Zukunft leider keine mehr geben, denn es sind einfach jedes Mal viel zu viele Anfragen geworden und es haben dann Leute teilweise über ein Jahr warten müssen, bis sie überhaupt mal gegrüßt worden sind und dann haben sie immer wieder nachgefragt und das ist natürlich einfach keine gute Sache. Von daher finde ich vielleicht noch ein Modell für die Zukunft, wie ich wieder Begrüßungen einführen kann, beispielsweise, dass nur noch Kanalmitglieder gegrüßt werden können oder sowas. Da bin ich mir noch nicht sicher, wie ich das in Zukunft umsetzen möchte. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr da für Ideen für die Begrüßungen habt oder ob ich die einfach in Zukunft ganz lassen soll. Auf jeden Fall, jetzt gibt es erstmal keine Begrüßungen mehr und die ganzen Leute, die noch auf der Begrüßungsliste stehen, die habe ich natürlich nicht vergessen. Die werde ich am Schluss dieses Videos noch abarbeiten, damit auch die Leute gegrüßt worden sind und dann wird es erstmal eine Begrüßungspause für längere Zeit geben.
Kommen wir zu dem Thema, worauf wahrscheinlich die meisten Leute gewartet haben. Es geht natürlich um die zukünftigen Projekte. Den Anfang macht ein Drabu-Stream. Ich möchte nämlich in Zukunft öfters mal Einzelspielerspiele in mehreren Drabu-Streams durchspielen. Und ich stelle mir das etwa so vor, ich mache eben den Drabu-Stream zu dem Spiel und den Stream schneide ich dann nochmal in einzelne Videos und lade die ganz normal auf YouTube hoch. Das heißt, wenn ihr den Drabu-Stream verpasst, ist es gar nicht so schlimm, sondern ihr könnt euch dann in Ruhe die Videos auf YouTube nochmal anschauen und der nächste Stream kommt erst, wenn die Videos auf YouTube veröffentlicht worden sind. Die Streams werden wahrscheinlich hauptsächlich an den Wochenenden sein, da ich nun mal auch während der Woche ganz normal arbeiten muss und dann abends nach der Arbeit natürlich müde bin. Stattfinden werden die Streams natürlich wie gewohnt auf YouTube und ich werde sie da natürlich auch im Community-Tab rechtzeitig ankündigen. Den Link zum Community-Tab findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Community-Tab ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort, denn dort hattet ihr die Möglichkeit, über das zukünftige Projekt im Drabu-Stream abzustimmen und die Auswahl war zwischen folgenden Projekten: Mittelerde, Schatten des Krieges, Spyro Reignited Trilogy, Spider-Man für die PS4 und Jurassic World Evolution. Abgestimmt haben über 10.000 Leute und die Entscheidung war ganz deutlich für Spider-Man auf der PS4. Los geht's damit am 7. Dezember, das ist ein Samstag um 11 Uhr hier auf YouTube. Solltet ihr nicht für das Spider-Man-Spiel gestimmt haben, ist das auch nicht so schlimm, denn die anderen Spiele möchte ich natürlich auch noch irgendwann spielen, aber mit irgendeinem Spiel wollte ich einfach mal anfangen und dann habe ich mir gedacht, ich habe auf alle 4 Spiele Bock und dann lasse ich euch doch einfach entscheiden, mit welchem ich anfange. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass noch zwischendurch mal andere Spiele im Livestream gespielt werden, wie zum Beispiel Star Wars Battlefront, das haben sich ja auch einige in den Kommentaren in letzter Zeit gewünscht. Ein Thema zu den Drabu News, wenn wir hier schon in den Drabu News sind, also sowas wie Drabu Newception hier. die Drabu News werden nämlich in Zukunft spontaner sein und nicht nur immer am Anfang des Monats. Das heißt, ich will mich jetzt nicht unbedingt auf so einen genauen Tag festlegen, wann immer die Drabu News rauskommen, sondern die sollen einfach kommen, wenn es eben News gibt, wenn ich irgendwas Besonderes anzukündigen habe oder so. Das kann sein, dass auch mal ein paar Monate keine Drabu News kommen. Wenn ihr trotzdem immer top informiert sein wollt über aktuelle Vorgänge auf meinem Kanal, dann solltet ihr einfach immer in den Community-Tab reinschauen, weil da erreicht ihr euch einfach schneller mit News und kann einfach viele Leute in kürzerer Zeit erreichen als mit so einem Video hier. Und dadurch muss ich auch nicht immer meinen kompletten Monat schon im Voraus planen und habe eben auch die Möglichkeit, mal spontan mit Freunden irgendwie was zu unternehmen. Und YouTube kostet einfach nicht meine gesamte Freizeit. Von daher denke ich, ist das jetzt so ein ganz guter Kompromiss. Ich hatte euch im Community-Tab gefragt, welches der 4 aktuellsten Lego-Spiele ich zuerst zocken soll. An der Abstimmung haben sich ebenfalls über 9000 Leute beteiligt. Klarer Sieger mit über der Hälfte der Stimmen war Lego DC Supervillains. Damit geht's los am 6. Dezember, also quasi ein kleines Nikolaus-Geschenk an euch. Wie gesagt, los geht's am 6. Dezember und zwar um 16 Uhr mit dem Jokits. Richtig, er ist zurück. Das Ganze wird als Premiere auf YouTube laufen, das habt ihr schon bei Star Wars gesehen, also bei Star Wars Jedi Fallen Order. Das heißt, das Video ist schon im Vorhinein aufgenommen, es ist kein Livestream, sondern das Video wurde schon vorher aufgenommen. Aber ihr könnt das Video innerhalb der ersten, wie lang das Video halt ist, könnt ihr live im Chat mit kommentieren und ich werde auch in dem Chat mit kommentieren und eure Fragen dort beantworten. Also es ist quasi so ein Livestream, der kein Livestream ist. Premiere halt, ist eine neue YouTube-Funktion. Ich finde sie persönlich ziemlich cool. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Gerade bei neuen Videos seht ihr so rechtzeitig, wann sie veröffentlicht werden und ich muss nicht extra ein Infovideo machen und dann sagen, in 2 Wochen wird das Video veröffentlicht, sondern YouTube zeigt euch schon an, in 2 Wochen wird dieses Video euch gezeigt. Und deswegen werde ich diese Funktion auch öfters bei ersten Parts nutzen. Den Link zu der Premiere, den findet ihr auch jetzt bereits schon in der Videobeschreibung. Das Ganze hier ist auch gerade eine Premiere. Die Videos stehen nach diesen Premieren natürlich auch ganz normal als Videos auf YouTube zur Verfügung. Ich hatte euch vorhin schon erklärt, was die Vorteile der Kanalmitgliedschaft sind und wer Drabu Padawan-Mitglied bei meinem Kanal ist, der hat sogar die Möglichkeit, das Video jetzt schon anzuschauen. Also der kann jetzt den ersten Part von Lego DC Supervillains mit den Jokits bereits anschauen. Den Link dazu findet ihr dann in eurer Community-Tab. Wer hingegen noch Drabu Padawan-Mitglied werden möchte, um das Video jetzt schon zu sehen, der sollte wie gesagt in die Videobeschreibung schauen. Dort seht ihr den Link zur Mitgliedschaft. Sollten noch Fragen offen sein, dann schreibt sie mir jetzt in die Kommentare. Weiter geht's mit den Begrüßungen, die noch offen sind. Gegrüßt werden der Timo, die Siria, das ist eine Katze, Sternchen, das ist vermutlich auch irgendein Tier, nehme ich mal an. Kimba wird gegrüßt, der Nikolas wird gegrüßt mit C, der Jim wird gegrüßt, das ist ein Kater. Leander und Malte werden gegrüßt, der Julian wird gegrüßt, der Justin wird gegrüßt, der Niklas wird gegrüßt, der Quentin wird gegrüßt, außerdem der Maximilian, der Efechan, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Efechan wird gegrüßt, der David, der Simons, außerdem der Leo,
der Shambo, das ist auch ein Hund. Der Marlon, also nicht wieder Leo, sondern der Shambo ist ein Hund. Der Marlon, der Timon sind keine Hunde. Dann der Simon noch. Kimi haben wir, das ist wieder ein Hund. Toni wird gegrüßt, der Thomas wird gegrüßt. Finn ist auf jeden Fall noch mit dabei. Ole ist mit dabei. Joel ist mit dabei. Suri, eine Katze. Ich finde Katzen super. Markus wird gegrüßt. Die Julia wird gegrüßt. Der Nico wird gegrüßt. Der Henrik wird gegrüßt. Außerdem der Lukas, der Marcel, der Julius, der Dennis. Der Kilian wird gegrüßt. Schnurli wird gegrüßt. Das ist eine Katze. Leon wird gegrüßt. Und natürlich auch seine Mama. Der Name hat er mir aber nicht geschrieben. Dann wird noch gegrüßt der Justin, die Alicia, der Erik, die Lara. Das ist auch eine Katze. Dann wird noch gegrüßt Dion, Tim, Toni und Jackie. Dann wird Maklos gegrüßt. Der Henry wird gegrüßt. Dann wird der Lukas gegrüßt. Ben wird gegrüßt. Noe wird gegrüßt. Magdalena wird gegrüßt. Marcello wird gegrüßt. Pascal wird gegrüßt. Marcel nochmal. Jeremy, Suat wird gegrüßt. Also, das ist zwei Namen. Der Jeremy und der Suat. Außerdem der Kevin, der Lukas, der Mita, der Jan wird gegrüßt. Der Tim wird gegrüßt. Es wird ein Hase gegrüßt, nämlich der Schnuffel. Außerdem der Felix, der Darius, der Jonas, der Christian, der Stefan, der Lukas, der Philippe, der Resul, der Nils, der Jeremy, der Jerome, der Marlon, der Gabriel, der Lars, der Dirk, der Tizian, der Valentin, der Tobi, der Yannick, der Thomas, der Mete, Marcel wird gegrüßt, Alex, Yunus, Leonardo wird gegrüßt, Martin, Elias, David, Linus, Pia wird gegrüßt, der Felix wird gegrüßt. Außerdem geht's weiter mit dem Nils, dem Manuel, den Tom, das ist ein Kater, Norman, Fabian, Pascal, Magnus, Elias, Paul, Luis, Maya, das ist eine Katze, Sebastian, Elias, Waldemar, Matthias, Noah, Frieda, das ist ein Hund, Leonardo, Alex, Paul, Emma, Philippe, Liam, Dominik, Simon, Adam, Florin haben wir auch noch mit auf Lager, außerdem den Nick, den Wilmont, den David, den Werner, außerdem den Pascal, den Felix, das ist ein Jack Russell Terrier Welpe, naja, also er war vor einem Jahr wahrscheinlich, als die Begrüßung angefragt wurde, noch ein Welpe, mittlerweile ist er wahrscheinlich kein Welpe mehr. Dann wird gegrüßt der Dennis, der Leo, der Jonas, der Moritz, der Michael, der Johann, außerdem der Vincent, der Manuel, der Maximilian, der Gino, der Dennis, der Moritz, der Daniel, der Marcel. Mi wird gegrüßt, das ist eine Katze. Dominik wird gegrüßt mit C, außerdem der Slevin. Dann wird der Fabian gegrüßt, der David, der Milo, das ist auch ein Hund. Simon, Xenia und Joy, das sind Hunde. Leon, also Simon nicht, aber Xenia und Joy sind Hunde. Leon, Marco mit C. Mike mit Aid, Adam wird gegrüßt, Alexander, Pascal, Blacky, das ist eine Katze, Salah wird gegrüßt, Daniele wird gegrüßt, Brandon wird gegrüßt, Phil wird gegrüßt, Jason, dann Enis, dann Shamil, außerdem Till, Arian, Toni, Maya, wieder eine Katze, Andy, Timon, Yari, Molly, auch eine Katze, Finian wird gegrüßt, Jonas, Falk, der Dennis wird gegrüßt, Dennis René, Entschuldigung, ist ein Doppelname. Außerdem der Oliver, Quang wird gegrüßt, Duhan wird gegrüßt, Andi wird gegrüßt, Jerome wird gegrüßt, Nio und Mia wird gegrüßt, das sind beides Katzen. Außerdem wird die Lisa Marie gegrüßt, der Leon, der Vince wird auch noch gegrüßt, der Simon wird gegrüßt, der Jonas wird gegrüßt, Aurel wird gegrüßt, Dominik wird gegrüßt, mit Dominik, also mit E und C. Außerdem der Michael, der Markus, der Mario und zu guter Letzt auch noch der Samuel. Ich hätte es nicht gedacht, aber ich habe die Liste abgearbeitet. Das waren jetzt einige, die noch gegrüßt werden wollten. Ich hoffe, ich habe jetzt auch wirklich jeden erwischt, aber ich habe es mir eigentlich immer aufgeschrieben, also es dürfte eigentlich niemand vergessen worden sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit euch sein. Servus.